Herzlich willkommen zu Sinova Psychologie. Ich freue mich ganz besonders, die heutige Folge der Reihe Das Psychologische Quartett moderieren zu dürfen, denn es geht um ein Thema, für das ich mich sehr interessiere. Wir behandeln das Thema Sport als verbindendes Element. Und mit Sport habe ich schon seit meiner Kindheit zu tun, obwohl ich nie aktiv in einem Verein Sport betrieben habe. Aber dazu vielleicht später mehr, wie es dazu kam. Zunächst mal möchte ich unsere heutigen Gäste begrüßen. Das ist Winfried Ringwald, Vorsitzender des Sportstadtverbands Ludwigshafen am Rhein und Vorsitzender des Ludwigshafener Rudervereins. Korrekt. Dann Wolfgang Strassner, der eigentlich schon bei fast allen Sendungen dabei war, aber für Sie nicht sichtbar, weil er in der Bildregie dann tätig ist, aber er ist auch Handballtrainer und deswegen haben wir ihn mal heute vor die Kamera geholt. Und dann natürlich Norbert Wagner, individualpsychologischer Berater und Initiator unserer Sendung. Ja, Sport und Psychologie, das ist sicher schon immer nicht, ist immer untrennbar miteinander verbunden, aber dass natürlich Psychologen von Sportvereinen beschäftigt werden, das ist neu. Aber bevor wir zu diesem ganzen Komplex kommen, können Sie, Herr Wagner, vielleicht kurz mal erläutern, woher der Begriff Sport so kommt und wie sich das alles entwickelt hat. Also ich habe mir das mal notiert, und zwar unter dem Begriff Sport werden verschiedene Bewegungs-, Spiel- und Wettkampfarten zusammengefasst, die meist im Zusammenhang mit körperlicher Aktivität des Menschen stehen. Logisch. Denkt man. Dabei geht es nicht um Arbeit, um Transporte oder um Ortswechsel. Das Wort Sport kommt aus dem 19. Jahrhundert. Es stammt aus dem Englischen und Altfranzösischen. Dort ist es entlehnt. Und in Deutschland wurde es von Fürst Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau eingeführt. Menschen, die Sport treiben, werden als Sportler bezeichnet. Sportler, die Leistungssport betreiben, die werden auch als Athleten bezeichnet. Und wie immer gibt es auch akademische Disziplinen. Da gibt es dann die Sportwissenschaft und die Sportmedizin. Soweit mal zur Eingrenzung des Themas. Ja, Herr Ringwald, Sie sind Vorsitzender des Sportstadtverbandes, der zweitgrößten Stadt von Rheinland-Pfalz, nach unserer Landeshauptstadt Mainz. Entsprechend groß ist das Sportangebot. Vielleicht können Sie mal kurz erläutern, was sind so die Hauptsportarten in Ludwigshafen und wie gliedert sich so der Sport insgesamt in dieser Stadt? Also wir haben im Moment, haben wir in diesem Stadtsportverband 134 Sportvereine mit ca. 45.000 Mitgliedern. Und Sportarten haben wir im Prinzip alles, was man sich vorstellen kann. Es geht vom Segeln über Segelfliegen, über Skilaufen, Golf, Hockey, Handball, Fußball. Also was man sich eigentlich vorstellen kann. Schach gehört auch dazu. Und das ist also sehr vielfältig. Das heißt, man kann sich eigentlich raussuchen, was man machen möchte. Und das ist auch momentan oder heutzutage ein Problem. Weil also früher hat man halt, wenn man neben Fußballverein gewohnt hat, ist man in den Fußballverein gegangen. Heute haben die Kinder die Möglichkeit, überall zu schnuppern. Das heißt also, die machen innerhalb von einem Jahr machen die 4-5 Vereine mit 4-5 Sportarten durch. Und am Schluss wissen sie immer noch nicht, was sie machen wollen. Also das ist schon ein Thema. Das, die Vielfältigkeit ist also nicht immer positiv, sondern das kann auch negativ sein. Aber wie gesagt, wir haben ein tolles Sportangebot in Ludwigshafen. Wo wir Probleme haben, da werden wir später noch drauf kommen, nehme ich mal an, sind die Sportstätten. Da haben wir halt die Schwierigkeit, dass die Kasse in Ludwigshafen leer ist und die Stadt nicht in der Lage ist, da die Sportstätten im Prinzip auf dem Laufenden zu halten. Es war ja früher so, verschiedene Familien, die waren einem Verein relativ treu, nicht nur relativ, eigentlich nur. Und da war es ganz klar, die Kinder, die spielen in dem Verein und deren Richtig, Kinder dann auch wieder. Aber das hat sich natürlich ein bisschen verändert, das ganze Freizeitverhalten. Richtig, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Aber was sind so Ihre Aufgaben jetzt als Stadtverbandsvorsitzender? Ja gut, also der Stadtsportverband ist praktisch die Kopforganisation dieser 145 Vereine. Und wir müssen gucken, dass das alles funktioniert. Also wenn es irgendwo Ärger gibt oder wenn irgendwelche Vereine Probleme haben hinsichtlich Finanzierung von Sportanlagen und so weiter. Ich bin ja auch noch Sportkreisvorsitzender vom Sportbund Pfalz.
Und in dieser Funktion, wie gesagt, gibt es immer wieder Schulungen, die beim Sportbund Pfalz durchgeführt werden, werden Vereinsmanager ausgebildet und solche Dinge sind halt mein Aufgabengebiet. Mhm. Hauptsportarten natürlich, sage ich mal, ist Handball sicher. TSG Friesenheim? Ja gut, also die momentan attraktivste Sportart, die wir in Ludwigshafen haben, ist Handball. Aber wir haben momentan 23 Fußballvereine in Ludwigshafen, wobei die Qualität natürlich zu wünschen übrig lässt. Ja, das kann ich durchaus bestätigen. Leider, also der Größe. Handball haben wir die Friesenheimer Eulen, haben noch den VfTV Mundenheim und haben auch die Damen von Friesenheim, die sind auch nicht schlecht. Also da haben wir schon einiges zu bieten. Nur mit Profisport, wenn man die Handballer jetzt mal ein bisschen ausgrenzt, ich meine, reine Profis sind das ja auch nicht. Nee, das sind keine Profis. Dann, da ist aber jetzt nicht so viel im Moment. Also Profis, wenn man jetzt mal den André Schölle zum Beispiel sieht, der aus Ludwigshafen kommt, der als Profi momentan in Dortmund spielt, das ist ein Profi, der gut verdient, auch der André ist auch ein lieber Kerl, aber ansonsten haben wir in Ludwigshafen keine Profis, also kann man nicht. Es gibt keinen Verein, der sowas bezahlen kann. Ja, natürlich. In Ludwigshafen nicht. Ja, Profisport, Amateursport, Herr Wagner. Sehen Sie da jetzt einen Unterschied als Psychologe, wenn jetzt jemand Sport als Profi betreibt oder als Amateur? Ich denke schon, wer als Amateur Sport betreibt, der möchte ja einen Ausgleich zu seinem normalen Leben haben. In der Regel, oder er sieht das als Hobby an. Das heißt, er will also seine Freizeit damit füllen. Das ist Punkt 1. Das sehe ich also für den normalen Amateur, fällt alles drunter, sei es bei mir in Mautach, wo ich wohne, der kleine Walking Club und so weiter, es fällt alles darunter. Während beim Profi, der arbeitet das ja. Das heißt, der ist darauf angewiesen, dass er, um überhaupt da beschäftigt zu werden, eine maximale Leistung bringt. Das heißt, das hat damit mit diesem Freizeitausgleich und Entspannung eigentlich gar nichts mehr zu tun, das ist Arbeit. Ja. Herr Strassner, Sie sind auch tätig, Handball haben wir schon angesprochen. Ich war aktiver Handballtrainer. Aber ziemlich lange? Ziemlich lange. Ich habe mit 10 Jahren habe ich begonnen beim Turnen, beim TV 1885 Schifferstadt. Da habe ich schnell gemerkt, ich bin unbegabt fürs Turnen. Da war ich der Große, ungelenkig. Und dann bin ich zu der Handballabteilung gekommen. Da war ich dann im Jugendbereich drin, bis C-Jugend, D-Jugend, C-Jugend und A-Jugend. Danach war dann die Bundeswehr, dann kam das Abendstudium und dann bin ich mit 24 in die aktive Mannschaft und habe dann acht Jahre aktiv beim TV 1885 Schifferstadt Handball gespielt. Mit 32 dann zu den alten Herren gewechselt. Parallel dazu war dann schon meine Leidenschaft, die Trainertätigkeit. Da hatte ich aber die Übungsleiterlizenz C erworben vom Pilzer Handballverband. Dann war ich Trainer von der zweiten Mannschaft, habe dann Jugendprojekt in Schifferstadt gemacht. Dann habe ich Schifferstadt verlassen, war 7 Jahre in Laumersheim und dann anschließend 5 Jahre beim TuS Neuhofen. Und habe insgesamt 28 Jahre Trainertätigkeit und von der Trainertätigkeit kann ich heute berichten. Aber sehr lange bei einem Verein, nämlich im TV Schifferstadt. Und das ist eben das, was wir auch angesprochen hatten, eben diese Vereinstreue. Das ist heute noch mein Heimatverein und dem werde ich auch immer treu bleiben. Das ist ganz normal, dass man dann als Trainer mal über die Tellerrand raus muss. Man muss ja der eigene Prophet im Land, heißt auch so schön, ist immer ganz schwierig zu verstehen. Und wie gesagt, in Laumersheim habe ich 7 schöne Jahre erlebt. Die heißen heute HSG Eckbachtal und spielen sehr erfolgreich Handball in alle Klasse. Ja, und es macht dem richtig Spaß. Darüber hinaus bin ich natürlich dem Handball verbunden, Dauerkartbesitzer bei der Rhein-Neckar Löwen. Das ist dann schon, und da kann ich jetzt entspannt, nicht mehr als Trainer so aufgeregt und nervös, sondern entspannt mir das Handballspiel anschauen. Und was hat Sie bewegt, so lange in Schifferstadt zu bleiben? Bei diesem Verein? Ja, gut, bewegt hat man ja schon die Kameradschaft. Wir waren ja damals in der gleichen Klasse. Und wie immer gibt es einen Redelsführer in der Klasse. Der hat 5, 6 im Sog mitgenommen. Und dann waren wir natürlich dann auch Freunde. Ja? Wir sind heute noch, wo wir uns treffen. Das ist sehr schön. Wir haben dann in Schifferstadt einen alten Herrenstammtisch, der ehemalige Handballer. Das ist immer interessant. Da wird am meisten gelogen, wie schnell, wie gut das Handballspiel doch war. Und heute ist wieder alles anders. Aber das verbindet einen. Ja? Und das ist das, was einem
Ach, da ist die Wurzel. Die Wurzel ist der Heimatverein. Ja, Herr Ringwald, das ist jetzt das klassische Beispiel, von dem ich so gesprochen habe. Mhm. Ewig im Verein tätig, als Jugendlicher begonnen, später Trainer in andere Funktionen. Man trifft sich noch. Das ist doch aber etwas, was abhanden kommt. Also ich bin sehr viel, habe sehr viel mit dem Fußball zu tun, auch viel mit Ludwigshafener Vereinen. Und wenn ich dann immer sehe, Wechselübersicht jedes Jahr, das sind ja Mannschaften, die wechseln die ganzen, jedes Jahr die ganzen Spieler aus. Wie erklären Sie sich das jetzt, bevor wir es mal psychologisch also jetzt im Fußball kann ich es Ihnen erklären, da geht es ums Geld. Da gibt es für einen neuen Spieler gibt's Geld. Und wenn der halt woanders mehr Geld kriegt, dann geht er dahin. Ja, war das bei Ihnen, Herr Strassner, nicht so? Also wir haben noch für uns das Emblem auf der Brust gespielt, nämlich TV 1885, und waren froh, wenn es vielleicht mal ein Getränk gab, ja, für einen Sieg. Ja. Also es war einfach halt anders, war einfach die Kameradschaft war uns wichtig. Ja, Herr Wagner, sind die Menschen anders? Weil früher gab es das ja mehr. Da waren wirklich viele Spieler, die heute noch bei alten Herren in verschiedenen Mannschaften sind, die angefangen haben bei den ganz Kleinen. Und jetzt haben wir das Ganze, das Geld kam mit dazu, das war früher vielleicht noch nicht so, oder war definitiv noch nicht so in dem Ausmaß. Das ist genau, da treffen Sie den Pudelskern. Geld, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke und gehen Sie noch 100 Jahre zurück, Beginn der Olympischen Spiele, da hat Geld eigentlich keine Rolle gespielt, in Anführungszeichen. Ja, beim Fußball auch nicht. Wir bekamen dann, ich habe die Bundesliga-Entstehung mitgemacht, es gab dann zunächst mal Fußballspieler, die haben gespielt, gebolzt, mein Vetter hat gebolzt, ich war nie im Verein drin. Er hat gebolzt und so hieß das dann, nicht? Und dann wurden die auch gut und irgendwann gab es dann Vereine, die hatten dann Lizenzspieler. Es gab dann also die Lizenz, die mussten allerdings noch arbeiten und die hatten dann meistens irgendwo einen Schreibtisch stehen. Brauereien waren da sehr großzügig drin, haben die dann beschäftigt. Und dann kam die Bundesliga mit dem Profispieler und da war meiner Meinung nach diese Welt anders. Und ich frage mich ab, sollten wir nicht diese zwei Rubriken trennen? Wir haben ja einmal den Sport, aus, was ich eingangs gesagt habe, als Freizeitvergnügen, als Entspannung, als körperlichen Ausgleich. Und dann den Profisport, der sicherlich, wenn wir Sport als verbindendes Element betrachten, zigtausende in die Stadien zieht, mit mehr oder weniger guten Auswirkungen, kennen wir alles. Die schlechten werden natürlich groß berichtet. Aber ich bin sicher, ich war auch in vielen Stadien drin, Fußball und so weiter. Ich bin sicher, dass dort Verbindungen und Elemente da sind. Nur der Hintergrund ist ein ganz anderer. Ja. Die Fußballer, lassen Sie mich das noch ausführen. Die Fußballer wechseln, das hat Herr Ringwald sehr schön gesagt, des Geldes wegen. Die interessiert der Verein einen Mist. Die wechseln einfach, weil es dort mehr Geld gibt. Und das war bei Ihnen, Herr Strassner, was anderes. Sie waren beim Verein, Sie waren so einer. So, und da war man dabei. Aber was ist, wenn ich also höre, dass mir jemand sagt, ein Schiedsrichter sagt mal, er sieht das ja, wie bei den Jugendspielern, dann einer kommt und sagt, du, ich gebe da mal einen 500er, denkt mal nach. Gut, da wird mit Ausbildungsplätzen gelockt, der Führerschein wird bezahlt. Ja. Für den 18-Jährigen, das sind Dinge, die da eine Rolle spielen. Ja. Aber wenn wir beim Profisport sind, und da blicke ich jetzt auch ein bisschen so auf mein bisheriges Leben zurück, sehe ich schon, auch hier den Sport wichtig, auch aus psychologischer Sicht. Ich kann also sagen, ich hatte ewig lange Dauerkarte beim 1. FC Kaiserslautern, habe die meisten Auswärtsspiele gesehen, habe alle Europapokalspiele seit 1991 verfolgt, egal wo die gespielt haben, und kenne dadurch Fans aus allen gesellschaftlichen Schichten. Und wenn ich dann gesehen habe, wie zum Beispiel auf der Westtribüne, wo die Fans des 1. FC Kaiserslautern stehen, der Bankdirektor steht und nebendran der Sozialhilfeempfänger. Und beide gehen mit dem gleichen Ziel in das Stadion und bejubeln die Mannschaft. Und das schafft ja nur eigentlich der Profisport. Jetzt auch auf den Zuschauerringen. Ja, ja. Dann sehe ich da schon einen gewissen Sinn. Ja. Es ist aber keine Verbundenheit da mit dem Verein, insofern, dass man Mitglied ist. Man gehört nicht zur Familie. Man geht dahin und kann sich da austoben, wie früher bei den Gladiatoren kämpfen. Und man tobt sich aus, aber man gehört ja nicht dem Verein. Man investiert ja in den Verein nichts. Also insofern würde ich da doch schon deutliche Unterschiede sehen. Also den Bankdirektor werden Sie auch nicht in der Westkurve finden. Der ist oben in der Lotto Lounge. Ja. Ja. Ich kenne mich da gut aus. Also. Ja, ich hatte 11 Jahre als Siegdauerkarte. Ja. War aber auswärts auch schon Stehplatz dabei. Und es gibt schon solche
Gut. Also mein Sohn, der studiert in Berlin, der ist auch FCK-Fan. Da gibt es so eine Gruppe, die heißt die Pelzer Bagage. Die sind also auf jedem Spiel sind die dabei, hängen große Schilder auf und so. Der ist auch Feuer und Flamme. Der ist also, der brennt schon wieder für morgen. Die sind dann in Berlin, sind sie in der Kneipe, wo sie das Kai gucken können. Also der hat gesagt, Papa, ich weiß nicht, wie ich es überstehe morgen. Da habe ich gesagt, ja gut. Ja. Ich würde überstehen, auch wenn sie absteigen. Ne? Er muss da durch. Ne? Also was mir noch kommt, wo wir das gerade vom Profisport sagen, was mir so auffällt, ist, der Sport wird brutaler. Ich habe also das Glück gehabt, dass ich über 5 Jahre Profifußballverein fotografieren durfte, im Rahmen eines Kollegen, der mir da, wo ich dann Fotos gemacht habe. Und da habe ich also Dinge mitgekriegt, die haben mich erschreckt. So nach dem Motto, beim Einlauf sagt ein Spieler zum anderen, dir poliere ich heute die Knochen. So irgendwas. Das ist also Dinge, wo ich sage, und so gehen die daran. Und da frage ich mich, wo wird da der Sport eigentlich beschädigt? Ja gut, wenn man mal sieht, die Fouls, die gemacht werden. Ja. Sagen wir, bei den Profis geht es auch ums Geld, ums Verdienen, ums Gewinnen. Aber die sind ja auch finanziell abgesichert. Die sind versicherungstechnisch abgesichert. Ja. Wenn einer Invalide wird, hat er eine Rente. Wenn ich mir jetzt aber die Amateure angucke, im Handball oder so, ich denke also manchmal, das kann doch nicht sein. Die wissen doch, wenn die sonntags abends ein Spiel machen, dass sie am nächsten Morgen wieder arbeiten müssen. Richtig. Wieso schrubben die da so rein? Ne? Ja. Also ich entsinne mich da an eine Szene, das ist weit zurück. Bayern München, Mönchengladbach, Netzer, Beckenbauer. Und die kommen sich irgendwie in die Haare im Strafraum. Und da ist der Beckenbauer gefallen, aufgestanden, sagt er zu Netzer, du, das haben wir doch eigentlich nicht nötig. Ja, ich stand dabei, da dachte ich, aha, geht doch anders. Ja, klar. Ja. Das ist die eine Differenzierung, Profisport, Amateursport. Weiterhin ist interessant, Einzelsport, Mannschaftssport. Ja, Herr Strassner, haben Sie sich bewusst für den Mannschaftssport Handball interessiert, weil so Einzelsportart wie Tennis zum Beispiel jetzt nicht so Ihr Ding? Ja gut, es war damals nicht so aktuell, Tennis, wie gesagt, Turner war ich unbegabt, dann ist man gleich zum Mannschaftssport. Und wie gesagt, man soll ja nicht den breiten Sport jetzt so weit unter den Tisch kehren, weil er ist ja ganz wichtig. Also ich bin damals in den breiten Sport reingegangen, auch später als Trainer, weil man damit auch die Kinder, die Einzelkinder sind, in ein Team integrieren kann. Ja? Der Breitensport macht eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich die soziale Bindung zwischen dem Staat und den eigentlichen Kindern. Wo sollen die Kinder lernen, miteinander umzugehen? Ja? Das ist ja eigentlich ein ganz starkes Element, was der Breitensport, die ehrenamtliche Trainer, quasi eine Leistung schaffen, dass die Kinder fähig sind, später im Berufsleben dann auch Teamplayer zu werden. Ja? Das ist ja eigentlich das, was die Ehrenamtliche, jetzt nicht der Profisport, der ist da, aber im Ehrenamtliche, die wollen natürlich den Kindern beibringen, dass sie sozial sind und als Teamplayer agieren. Ja, Herr Ringwald, Sie hängen ja jetzt im Rudersport zu Hause und das ist zu diesem Thema gerade besonders interessant, weil Sie haben ja sowohl den einen im Rudern, wo ein Einzelner ist, bis hoch zum Achter, wo alles genau klappen muss, alle gleichzeitig. Genau, richtig. Ja. Merken Sie schon ziemlich schnell, wenn jetzt ein Sportler mehr für einen geeignet ist, ist es dann mehr ein Egoist als jetzt einer, der für einen Achter geeignet ist? Also das merkt man schon. Ich war ja selber jahrelang in der Nationalmannschaft und kenne viele gute Einerfahrer. Peter Michael Kolbe vielleicht hat den Namen. Ja. Ist ein sehr guter Freund von mir. Und die Ruderer sagen halt, die Einerfahrer haben alle eine Klatsche. Ja? So wie beim Handball die Torhüter und die Linksaußen sind es beim Rudern die Einerfahrer, weil die kommen mit niemand zurecht. Das ist dann natürlich auch eine Strapaze, wenn man jeden Tag 25 Kilometer rudern muss, tagtäglich dieselbe Strecke hin und her. Also muss man schon ein bisschen einfältig sein. Aber gut, die sind nicht einfältig, aber die machen das halt. Und wenn man dann im Achter ist, wie gesagt, ich war im Achter, in Deutschland Achter bei Olympischen Spielen, das ist eine ganz andere Teamsportart, also Teamsport muss man unterscheiden, Fußball zum Beispiel, also Mannschaftssport, Handball, Fußball, Hockey, da sind immer Möglichkeiten, sich zu verstecken hinter den anderen. Ja, wenn ich aber in einem Achter sitze, da kann ich mich nicht verstecken. Das ist das beste Beispiel. Im Achter habe ich 2000 Meter Regattastrecke, muss vielleicht 250 Mal ziehen und wenn einer in dem Achter drin ist, der da 3 Schläge aussetzt, ist der Achter zu vergessen. Ne? Ja, ich habe nämlich mal gelesen, also ein Einzelkind würde eher zu einer Einzelsportart neigen.
und aus die mit mehreren Geschwistern vielleicht mehr zur Mannschaftssportart weiter. Kann man so nicht sagen. Also ich würde es unterstreichen, dass man sich bei Mannschaftssportart eher etwas die Schwächere auch noch ein bisschen mitgezogen werden, was sehr gut ist. Ja, ja. Es gibt nicht nur Redelsführer und Leader, die vorne rausgehen. Die brauchen auch noch Nebenmänner, auch in der Fußballmannschaft. Gibt es Wasserträger und es gibt dann welche, die dann die Tore machen. Ronaldo. Ja. Der Leader kann nicht ohne die anderen leben. So ist es. Und deshalb ist es also im Mannschaftssport, mache ich Mannschaftssport, ja. Weil man kann auch, erstens wächst man dann drin an der Aufgabe. Ja. Wenn das Spielstand steht unentschieden, die Zeit ist rum, es gibt einen 7-Meter, wer geht dann hin an den 7-Meter-Punkt? Wer übernimmt die Verantwortung für die ganze Mannschaft? Ja. Also das heißt, im Sport können die einzelnen Personen wachsen. Die können an ihrer Person können die stärker werden, durch den Nehmen, dass sie Verantwortung übernehmen. Ja. Ja. Und das ist im Team, eigentlich zieht man die Schwächeren mit, die Stärkeren ziehen die Schwächeren mit. So wird auch manchmal im Training, habe ich es immer gemacht, dass ich natürlich immer ganz starke zusammen habe und etwas Schwächere, das wussten die aber, ja, weil das macht viel mehr Spaß, als wenn sehr Gute immer einen Schlechten dabei ist, der lässt permanent den Ball fallen. So, dann fange ich wieder von neuem an. Also ich muss dann schon zielgerichtet die einzelne Gruppe trainieren. Weil ich sage das auch für mich, ich bin Einzelkind. Und hätte ein Problem, eine Mannschaftssportart auszuüben. So aus dem Grund, weil ich immer in allen Bereichen, was ich so im Leben mache, versuche Perfektionist zu sein. Und es gibt für mich nichts Schlimmeres, wenn ich meine Höchstleistung bringe, verliere aber das Spiel, weil andere so schlecht sind. Ja, klar, das verstehe ich. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, aber das ist der Sinn von Team. Die Mannschaft verliert, nicht der Einzelne. Aber Herr Strassner, da geht es ja eigentlich los. Wenn er kein Teamplayer ist, da kann man ihn nicht dazu machen. So schön wie das ist, der ist dann ein Einzelkämpfer. Ein Marathon oder überhaupt ein Leichtathlet ist ja in der Regel auch Einzelkämpfer. Sei es Hochspringer oder Läufer oder was weiß ich, ist ein Einzelkämpfer. Ich habe also mal Fechten gemacht. Ja, ich kämpfe auch alleine. Zwar in einer Mannschaft, aber ich kämpfe alleine. Okay. Ich stehe auf der Planche und habe hier nur einen Gegner. Man muss, wenn ich jetzt den Bogen spannen darf, zum Beruf. Also heute wird im Beruf Teamplayer verlangt. Also nicht Egoisten, sondern es gibt, wenn ich weiß, wir sind ein Team, wir sind 10 Leute, da kann nicht einer jetzt so egoistisch sein, kann sagen, ich entscheide, sondern da muss das Team gemeinsam werden. Und deshalb gibt es viele Betriebe, die Frage bei der Einstellung nach der Sportart. Es ist also mir passiert und mein Kollege ging zur SAP. Die erste Frage, was für eine Sportart macht er? Hat er gesagt, Handball. Und hat gesagt, dann passen Sie zu uns. Ja? Ja, also klar, die wollen bewusst Sport als verbindendes Element. Sport ist auch für den Betrieb, für die spätere Entwicklung in der Arbeitswelt ist er ganz wichtig. Ja, aber auch in der Mannschaft habe ich ja eine gewisse Hierarchie. Absolut. In jeder Gruppe bildet sich ja sofort eine Hierarchie. Mhm. Und da habe ich dann irgendwelche Superstars mit drin. Man kennt das ja aus allen Mannschaftssportarten. Es gibt verschiedene Leute. Jetzt nehmen wir, wenn wir im Profibereich jetzt gehen, Lionel Messi oder also diese Größenordnung, die sich ihre Allüren erlauben, die sie aber erlauben können, die anderen mittragen, weil durch deren Leistung die ganze Mannschaft mitfällt. Das ist dann wieder. Aber da muss man auch wieder sagen, dass der Einzelne alleine nicht das Spiel gewinnen kann. Ja. Der braucht 11 andere dazu. Ja, jetzt bringen Sie aber ein schönes Wort rein. Das Spiel gewinnen, was ist eigentlich mit dem Verlierer? Man als Team verliert man auch zusammen. Ja. Ja, das ist klar. Und das ist eigentlich die Kunst. Und das war natürlich auch mein Bestreben, dass natürlich eine Mannschaft dann aus Niederlage lernt. Ja. Dann kommt ja später die Analyse, wo man sagt, war der Gegner besser? Ja, warum war er besser? Ja, wir haben dort Schwachpunkte. Ja. Das heißt, es war ja dann auch dem Trainer seine Aufgabe, die Schwachpunkte aus dem letzten Spiel herauszufiltern und da entsprechende Trainingseinheiten zu kreieren, um das wieder zu verbessern. Das ist permanent eine Verbesserung. Ja. Und das ist das da. Wir haben zusammen verloren, wir gewinnen zusammen, wir feiern zusammen. Ja. Und das gibt natürlich eine Mannschaft. Ich muss vielleicht gerade nur sagen, das tut Lauma sein, wie ich die übernommen habe. Das waren alle, da war kein Star dabei. Ich muss das bei die Vogt zitieren. Der Star ist die Mannschaft und das war in Lauma sein. So. Ja, okay. Wir sind diesmal dreimal aufgestiegen, weil die Mannschaft es wollte. Aber was ist jetzt, wenn das geht jetzt wieder in den Profiverein, wenn eine Mannschaft verliert, die wird dann ausgebuht?
Wo sind wir da? Es kommt immer darauf an, wie sie gespielt hat. Es gibt Spieler, wo auch die Zuschauer, ich meine, ich schaue Handball, ich vermute, sind die Handballzuschauer ein bisschen anderes Feeling wie die Fußballer, weil wir erkennen, wenn der Gegner besser war, dann sagen wir, es ist so. Ja, die gegnerische, also unsere Mannschaft war nicht so gut, warum auch immer. Der Gegner war besser, da werde ich nie unsere eigene Mannschaft ausbuhen. Sage, Kopf hoch, das nächste Spiel kommt, da könnt ihr euch wieder rehabilitieren. Es gibt ja auch einen alten Spruch, 11 Freunde müsst ihr sein bei der Fußballmannschaft. Jetzt haben Sie Rudern gemacht auf höchstem Niveau, jetzt im Achter. Waren Sie 8 Freunde oder einfach nur die Leistungsgemeinschaft, die sagt, wir passen zusammen, um unseren Erfolg zu holen? Also ich war in verschiedenen Achtern und sagen wir, in dem ersten Achter, wo ich war, 72, wir sind Freunde. Also ich habe jetzt gerade vor kurzem wieder ein Treffen gehabt, wir machen seitdem, ich habe auch hier das Hemd extra angezogen, wenn Sie sehen, 72, da sind wir gegen die Österreicher gerudert in München bei den Olympischen Spielen, die waren nicht gut genug, wir waren dann Fünfter im Endlauf, seitdem haben wir die als im Prinzip Freunde gehabt und haben dann 1997, 25 Jahre später, haben wir uns wieder getroffen, da haben wir diese Hemden machen lassen, aber wir in diesem Achter von 72, wir treffen uns regelmäßig jedes Jahr zweimal. Das sind mittlerweile schon 2 tot, leider. Ich war der Jüngste damals, aber das ist immer toll. Die Frauen sind dabei, einer organisiert ist, dann treffen wir uns und dann wird halt erzählt von früher. Ne? Ja, da haben wir das verbindende Element. Genau. Aber Sie waren danach dann noch in Achtern. Ich war danach noch in Achtern. Aber das heißt, wenn Sie jetzt den 72er so betonen, obwohl der jetzt Fünfter wurde, danach war es dann nicht mehr so. Da waren andere Gedanken. Gut, man muss halt sehen, dass Olympische Spiele immer was Besonderes sind. Und das war damals mein erster großer. Ich habe ja mit 18 erst angefangen, Sport zu treiben, war dann mit 21 bei Olympischen Spielen. Und das war für mich der erste große internationale Auftritt. Und deswegen, also das ist für mich ein unvergessliches Erlebnis. München, Feldmoching, die Endläufe da im Achter, das war toll. Und später, ich war dann, mein letztes Rennen war im Prinzip 1978, da war ich Kapitän, damals auch vom Achter. Und da waren wir in Neuseeland, sind Vize-Weltmeister geworden. Wir treffen uns auch, aber so alle 3-4 Jahre mal so sporadisch. Also da bin ich dann auch mittlerweile der Älteste geworden in dem Boot. Die Jüngeren treffen sich scheinbar öfter. Ist auch so, ich bin halt mit Ludwigshafen ein bisschen außerhalb. Die anderen sind Berlin und Dortmund, da oben im bisschen im höheren Norden. Die haben nicht so lange Anfahrtswege wie ich. Also, aber die Gemeinschaft ist da. Also das ist wirklich ganz toll im Rudern. Ja, wie sehen Sie das, Herr Wagner, psychologisch? Muss man Freund sein, um Erfolg zu haben? Oder es hilft. Es hilft. Und zwar, wenn ich mich... Was ist ein Freund, wenn wir in die Definition reinkommen? Das ist jemand, der mich kennt, der an meine Zukunft glaubt und so weiter und so weiter. Wir haben das in einer anderen Sendung ja schon mal dargelegt. Aber wenn ich den Freund habe, mit dem kann ich das besser machen als mit dem Unbekannten. Der Unbekannte, den kenne ich nicht. Ich weiß nicht, kennt der mich? Nee, sehr wahrscheinlich nicht, weil ich kenne ihn nicht. Habe ich das Vertrauen zu dem? Und gerade so im Mannschaftssport brauche ich das hundertprozentige Vertrauen. Auch wenn ich vielleicht, ich bleibe mal bei dem Beispiel, im Moment nicht top drauf bin, dass der trotzdem an mich glaubt, dass der mich trotzdem stützt. Dieses Vertrauen, die Sicherheit muss ich haben. Wenn ich den nicht habe, kann ich aufhören. Und deshalb denke ich, ist Freundschaft außerordentlich hilfreich, wenn ich sowas mache. Also gerade im Achter, wo das alles wie ein Uhrwerk ineinander reinlaufen muss. Ja. Also wenn da die 8 Leute ins Boot steigen und nicht jeder ist davon überzeugt, dass alle anderen 7 auch ihr Bestes geben, brauche ich gar nicht abzulegen, dann kann ich zu Hause bleiben. Ne? Nee, das verstehe ich, dann kann ich zu Hause bleiben. Ja. Gut, da spielt der Trainer eine große Rolle. Wir hatten damals das Glück mit Karl Adam zu trainieren. Der hat uns natürlich da entsprechend motiviert, das war ganz toll. Also. Ja, ich glaube, das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt, dass in jeder Mannschaft, wenn Sie im Handball drin sind und als Trainer die Mannschaft motivieren können, ne? Das heißt ja im Grunde jedem klar machen, dass er gut ist. Ja. Natürlich gibt es objektiv, sofern man sowas objektiv messen kann, Leistungsunterschiede. Der eine ist etwas langsamer im Laufen als der andere, aber trotzdem sind sie alle gut, jeder auf seine Art und Weise und jeder bringt was ein. Und da, denke ich, liegt die große Kunst drin, als Trainer das zu vermitteln. Das ist absolut richtig. Ich sage, es gibt gute Trainer und schlechte Trainer, es gibt erfolgreiche Trainer und weniger erfolgreiche Trainer. Und die Kunst eines Trainers, die eigene Type, die er hat, also als Spieler, entsprechend ihren Fähigkeiten einzusetzen. Und da ist es schon, wie Max Merkel mal sagt, Zuckerbrot und Peitsche. Der eine braucht viel Lob, Streichleinheit, der schießt 3 Mal aufs Tor, trifft nicht, muss man sagen, Junge, mach langsam.
Ja, machen wir kurze Pause, gehe ich wieder rein, staube an nächste Drifttour. Ja. Mhm. Bei dem anderen muss man halt ein bisschen härter anfangen, damit er Leistung bringt. Mhm. Und das ist ja eigentlich die Kunst eines Trainers, aus jedem die Fähigkeiten, die er hat, optimal rauszuholen. Mhm. Ja. Er soll noch Spaß dabei haben, das sind alles noch im Breitensport. Ja, ja. Ja. Ja, der kommt aber auch, wo Sie das sahen, mit dem Zuckerbrot und Peitsche, kommt mir ein ganz anderer Gedanke. Wenn einer gewinnt, ich bleibe jetzt bei der Leichtathletik, der erste ist ganz klarer Fall. Hier, wenn alles, was im Fernsehen berichtet wird, da ist der zweite, ist ja schon ein Versager. Ist der erste Verlierer, ja. Ist der erste Verlierer, ganz genau. So, und mir kommt dann, der erste wird also, der wird also gelobt, der kriegt Lob noch und nöcher. Was kriegt der zweite? Gar nichts. So, und da ist für mich der entscheidende Punkt die Ermutigung. Nämlich alles, was ich während des Wettkampfs dazu, Tempo und so weiter und den anfeuere, das ist Ermutigung. Das bleibt bei dem hängen. Auch wenn er dann Zweiter wird, dann macht er beim nächsten Mal noch mehr. Aber wenn er nur noch Negativinformationen kriegt und ausgebuht wird beim Laufen schon, dann kommt da nichts mehr. Und da sehe ich eine wichtige Aufgabe für den Trainer drin. Ja, klar, und es ist ja auch die Frage, wem geht es besser, dem Zweiten oder dem Dritten? Ja. Eigentlich müsste man sagen, dem Zweiten. Stimmt ja, aber nicht. Der Dritte ist das. Nee, weil der Zweite, der denkt, ach Gott, wenn ich jetzt ein bisschen besser gewesen wäre, wäre ich Erster geworden. Und der Dritte denkt, habe ich ein Glück gehabt, dass ich nicht hinten runtergefallen bin, dass ich eine Medaille gekriegt habe. Genau, das ist Können Niederlagen im Sport sich auch positiv auswirken? Mit Sicherheit, ja. Wenn man das dann natürlich dann rekonstruieren kann, woran es lag und kann das verbessern, auf jeden Fall. Also wenn ich halt sehen muss, dass der andere stärker ist und ich habe keine Möglichkeit, mich zu verbessern, dann ist es ja demotivierend. Aber wenn ich sage, okay, ich mache halt irgendwas anderes oder mache was anderes besser oder so, dann kann das schon motivieren, selbstverständlich. Und dann haben wir natürlich noch die Spezialisten, da kommen wir zu dem Stichwort Sport als Droge. Ja. Also ich kenne wirklich Leute, die sind sportsüchtig. Vor allem, was jetzt den Bereich Fitness angeht. Gut, Fitnessstudio. Die machen so viel, die machen sich irgendwann kaputt, die wollen besser. Ja, naja. Herr Wagner, wie können Sie sowas erklären? Ja, das hängt eigentlich mit den Dopaminen und was da alles freigesetzt wird zusammen. Man weiß ja, wenn ich 5 Kilometer laufe und dann kriege ich eine Euphoriewelle. Und so ist das bei denen, die im Studio drin sind und machen. Ich hatte letztlich vor 2 oder 3 Wochen noch jemand getroffen, der sah also recht ordentlich muskulös aus und da frage ich ihn dann, was machen Sie denn Sport? Ja, er geht ins Sportstudio. Aha, okay. Wie viel Mal? 2-mal in der Woche? Nein, 5-mal in der Woche. So, und das 3 Stunden. Dann frage ich mich ab, was läuft da schief? Gut, das ist ein anderes Thema dann. Aber die Glücksbotenstoffe, die freigesetzt werden, ne, die führen zur Euphorie, dass das auch wie eine Droge wirken kann. Ich kannte einen Langstreckenläufer, wenn der nicht wöchentlich gelaufen ist und dann wird der nervös, dann hat ihm irgendwas gefehlt. Da ging der stimmungsmäßig auch runter und brauchte das einfach. Was ich also, wo ich noch drauf hin will, ist ein ganz anderer Punkt und zwar Kinder im Sport. Kinder im Sport, wo Sport ja eigentlich ein reines Vergnügen sein soll, da sieht man aber auch schon, dass da Leistung gefordert wird. Nicht? Und dann frage ich mich, wo sind da, warum tut man den Kindern das an? Ich glaube, manchmal sind es die Eltern, die vom Ruhm der Kinder profitieren wollen. Ich meine, früher sprach man mal von den Eislauf-Muttis, nach den Zeiten Marika Kilius, Hans Wittenbäumer. Jedes Mädchen musste Eislaufen und da wollen sie alle so eine Prinzessin haben. Also ich kann Ihnen das am praktischen Beispiel zeigen. Wir haben jetzt demnächst wieder den Ludwigshafener Stadtlauf und da haben wir Bambini-Läufe am Anfang, also die Kleinsten. Die haben eine Runde von 650 Metern und da haben wir jetzt entschieden, dass Kinder unter 2 Jahren nicht starten dürfen. Wir haben unter 2 Jahren nicht starten dürfen. Wenn Sie es unter 6 Jahren gehabt gesagt jetzt, hätten, dann unter 2 Jahren. Das sind Eltern, die bestehen darauf, dass ihre Kinder laufen können. Ich habe letztes Jahr einen erlebten das Vater. Das ist ja schockierend. Da rennen die Eltern mit. Ich habe letztes Jahr einen Vater gehabt, der hat seine Tochter an der Hand gehalten, hochgehalten, ist gerannt. Also es ist also nicht das zu glauben. Also es gibt Eltern, die schleifen ihre Kinder die 650 falsche Meter in der Runde. Ich kenne es auch vom Fußball her. Wenn Fußballspieler sind, die Eltern stehen draußen, da wird das Kind gefault oder es wird ausgewechselt vom Trainer. Das Kind akzeptiert, es läuft runter. Der Trainer, der Vater draußen, der macht den Trainer fertig. Warum wechselst du den aus? Dann hat der Trainer vielleicht noch einen eigenen Sohn spielen. Dann heißt natürlich, so ein eigener, der lässt da drin und so weiter. Also da haben sie sich auch mal erlebt. Also ich wollte vielleicht gerade vorher zu dem Sport als Droge noch einmal was mein eigenes Erlebnis ist natürlich ganz klar, wenn man als Trainer
samstags oder am Wochenende ein Spiel gewinnt, dann ist die ganze Woche gerettet. Dann schläft man ruhig, man ist motiviert, man geht montags in das Geschäft, in Betrieb. Es ist, man hat ein richtiges Glücksgefühl. Ja. Ja? Wenn man verliert, dann ist die Nacht war also schlecht bei mir. Ich habe ganz wenig geschlafen, ja, zu der Droge. Das andere kann, ich habe ja im Jugendbereich mal ein Projekt gemacht, von E-Jugend bis zur A-Jugend, und da trifft es genau zu. Ich habe dann sogar festgestellt, warum im Training haben die Jungs den Ball abgegeben an denjenigen, der besser postiert war, ums Tor zu werfen. Und im Wettkampf denke ich, wieso spielt er den Ball nicht ab? Nebendran steht einer, der spielt ja nicht ab. Bis ich mitbekommen habe, der bekommt pro Tor ein D-Mark. Dann war mir natürlich klar, warum der nicht spielt. So, dann habe ich mit den Eltern gesprochen. Ja, dann habe ich gesagt, also so nicht, dann wechsle ich, dann spielt er nicht mehr. Wir sind ein Teamplayer. Ja. Mhm. Und das, was Sie natürlich vorhin erzählt haben, natürlich hat mein Sohn auch mitgespielt. Und dann habe ich zwar nicht laut, aber hinter vorgehaltener Hand, immer gehört, ja, dass du das seinen Sohn bevorzuge. Ja. Ja. Aber, und auch noch dazu, die Kinder schon im kleinen Alter, E-Jugend, D-Jugend, wenn da jetzt jemand eingewechselt wird, der schlechter ist. So, und die Kinder, die spüren das. Die wissen genau, wer zu ihnen passt. Und das, wenn das Spiel eng ist, ja, dann kommen, die Jungs sind zu mir gekommen und haben gesagt, Herr Trainer, nicht den Einwechsler, wir wollen gewinnen. Also auch das ist tatsächlich. Auch das ist Sport, ganz live. Ja. Und die Kinder, natürlich auch schon die 10-Jährigen wollen gewinnen, wenn es eng steht. Und dann, jetzt kommt einer rein, der halt ein bisschen Probleme hat, den Ball zu sichern, den Ball zu fangen. Dann heißt, nee, denn mehr lieber ohne denn. Ja. Ja. Also das haben wir also auch nicht. Also eigentlich bräuchte man ja manchmal Psychologen für die Eltern. Lass die Eltern weg und dann ist das Thema erledigt. So ist es. Also ich weiß, ich habe einen Bericht gelesen über Ajax Amsterdam. Gut, das ist wieder eine andere Stufe. Ja. Aber da durften die Eltern beim Training nicht dazu nicht kommen. Dazu. Das ist und die genau Kinder mussten die Tasche selbst tragen. Ja. Im Gelände, das durften nicht die Eltern machen. Ja. Aber nochmal zurück zu dem Thema Drogen und Spitzensport. Da sind wir genau wieder bei dem Problem, wo ich am Anfang war. Es geht ums Geld. Ja. Weil wenn Sie mal sehen, wo wird gedopt, wo bringt es Sinn? Eigentlich nur in den Sportarten, wo es Geld gibt. Ja. Also im Rudern. Dort bringt es Sinn. Haben Sie schon mal im Rudern was von Doping gehört? Nein. Da können Sie nichts mit verdienen. Ja, gut, es gibt dann eine Weltspitze, wo vielleicht da noch was zu machen ist. Aber die Bezahlungen sind deutlich. Das war damals ganz schlimm. Der Ruderverband war ganz bekloppt. Da durfte nur der Ruderverband durfte was abschließen mit verschiedenen Firmen. Die Sportler haben nichts gekriegt. Die haben nichts gekriegt. Wenn man gut war, hat man eine Sporthilfe gekriegt, ein Jahr lang. Da gab es damals 250 Mark im Monat, ein Jahr lang. Aber da sind Sie ja auch kein Profi. Nee. Oder einen Ruderprofi habe ich auch nicht gehört. Tennis kennt man es ja, ne? Es gibt einen Profi in England, das ist Stephen Redgrave. Sir Stephen Redgrave, der hat, ich glaube, 6 Goldmedaillen gewonnen, der ist angestellt. Der kriegt Geld dafür. Ja. Da macht jetzt Manager irgendwo, aber ansonsten mit Rudern können sie nichts verdienen. Also. Ja. Ich komme noch auf die Kinder zurück, wenn wir Breitensport sagen. Man soll ja Kinder an Sport ranführen. Ne? Und es ist ja jetzt schon öfter das Thema die Eltern da gefallen. Die Frage wäre doch eigentlich, wie weit lasse ich mein Kind selbst entscheiden, was es tun will, was ihm Spaß macht. Und da ist ja gerade das Spaßelement das Entscheidende dabei. Genau. Und was ich ganz zu Eingang gesagt habe, der Freizeitfaktor und so weiter, das ist eigentlich ein Punkt, wo wir sagen können, das müssten wir doch fördern. Ja. Fördern wir auch. Ja, Sie fördern es. In Ludwigshafen, wir haben diese Aktion Sporteln in der Familie. Das sind immer drei Sonntage, wo wir also praktisch in der Halle alle möglichen Sportgeräte aufbauen. Die Vereine machen das, also meine Vereine machen das. Und da kommen die Eltern mit ihren Kindern und betätigen sich da. Und die Eltern werden einbezogen. Noch in der Anweisung für die Regie, wir haben noch etwas Zeit, wir nehmen uns noch etwas Zeit. Das Thema ist zu spannend, als dass wir jetzt stoppen. Ne? Wir haben also bestimmt noch 10, 15 Minuten. Kinder und Sport ist so der Punkt, wo ich sage, wenn ich die Kinder motivieren kann, sich ihren Interessen nach zu bewegen, da kommen wir ja auf die Bewegung des Sportes hin, und diese Bewegung sollte uns ja dann eigentlich genügend sein. Aber jetzt kommen die Eltern und wollen, was wollen die Eltern? Das ist immer meine Frage. Wie erleben Sie das? Das ist die Eltern nicht. Ich sehe es im Ruderverein. Ja. Wir haben Anfänger,
denen wollen wir eigentlich das Rudern spielerisch beibringen, weil das ist ja nicht ganz so einfach. Das sieht zwar alles locker aus, reinsitzen, Platsch liegt mir drin, also das ganz einfach ist das Rudern nicht. Mhm. Und dann kommen Eltern, wenn die Kinder dann, was weiß ich, 2 Jahre rumgeplanscht sind, sage ich jetzt mal, spaßeshalber, da gibt es also so Spielwettbewerbe und so, dann kommen die Eltern und sagen, ah, da müsst ihr jetzt mal eine Regatta fahren, müsst mal was gewinnen. Ne? Ja. Die Eltern ja machen dann Druck auf das Kind. Ja, das geht ja schon bei anderen Dingen so los. Gehen sie in die Schule, Mädchen, ich kenne es von meinen Töchtern, Ballett. Ja, klarer Fall. Da macht denen das Tanz und Spaß, da hopsen die da rum und so weiter. Ja, ja. Und dann kommt irgendwer auf die Idee und will die trainieren. Und wenn ich meine Frau höre, die in der DDR groß geworden ist, wenn Sport betrieben wurde, wenn man also probiert hat, ist derjenige als Leichtathlet oder als Turner geeignet, da wurden die Knochen gebogen bis zum Gehtnichtmehr. Der Spaß für Kinder ist doch dann vorbei. Das ist ja auch jetzt interessant, wenn wir jetzt auch zum Beispiel die Entwicklung USA da nehmen, farbige Sportler. Das ist ja so, in den USA, Großstädte wie Chicago, Detroit, gerade im Osten, haben ja sehr großen farbigen Anteil. Ja, ja, ja. Und für die ist ja entweder Militär oder Sport die Möglichkeit, rauszukommen. Ja. Und da haben wir sicher auch Kontakt gehabt. In Afrika noch schlimmer. Da kommen sie gut an, klar. Wir haben sicher Kontakt gehabt. Ich habe also auch mit DDR-Sportlern. Ja. Damals es war zwar verboten, aber wir hatten immer Kontakt zu den DDR-Sportlern. Ja, der Sport als Chance praktisch. Ja, ja, das ist Sport als Chance für solche Leute rauszukommen. Nicht umsonst gibt es ja gerade in Amerika die Boxschulen, wo eigentlich nur Schwarze haben. Ja. Ich habe vorhin erzählt von unserem Elite-Lauf beim Stadtlauf. Da meinen Sie, die Leute, die da kommen, die verdienen zu Hause was. Die verdienen hier mit ihrer Lauferei Geld und das reicht denen das ganze Jahr über. Mhm. Und nur so können die auch da aus dem Abend Bereich da rauskommen. Es ist ja heute sogar so, was diese Sachen angeht, gerade in der Leichtathletik, dass dann manche Spitzenleichtathleten keinen Weltrekord bei Olympischen Spielen aufstellen wollen, weil sie dann lieber bei irgendeinem Sportfest, wo sie eingeladen werden, dann aufstellen, was dann eine fette Prämie kriegen für ihren Rekord. Ja. Wenn Sie gucken, im Stabhochsprung, da wird nicht versucht, einen neuen Weltrekord zu machen, sondern da wird 1 Zentimeter draufgelegt. Weil beim nächsten Mal könnte man ja wieder 1 Zentimeter drauflegen, da wird Geld verdient. Ne? Ja, ist, also so taktisch wird dann hier gehandelt, um seinen eigenen Vorteil zu sichern. Ja, ja, natürlich. Ich möchte aber nochmal gerne auf die Kinder zurückkommen. Sie haben ja auch gesagt, die Eltern fordern dann die Kinder und erwarten da etwas, vielleicht ihre unerfüllten Wünsche und Sehnsüchte, dass die dadurch realisiert werden. Ja. Für mich kommt noch ein anderes Element hinzu. Kinder mit Leistung zu messenden Sieger und Verlierer ist für die ja auch nicht gut. Wie wird das denn praktiziert? Wie gehen Sie damit um in den Sportverbänden mit solchen Themen? Gut, es ist von Sportart zu Sportart unterschiedlich. Also im Rudern versucht man das am Anfang spielerisch zu machen. Mhm. Und ja gut, bei Mannschaftssportarten, Fußball oder so, da gibt es natürlich Stars, so wie er sagt. Da gibt es dann Geld auch, wenn einer da ein Tore schießt oder so. Mhm. Also ich sehe das jetzt, mein einer Enkel, der ist jetzt 5,5, der lebt bei Hamburg da oben. Ja. Und der spielt Fußball und der sagt, oh, morgen haben wir wieder ein Turnier, da muss ich ein Tor schießen und so. Also er macht doch langsam, geht doch hin, spielt Fußball, hab Freude dran. Ja. Nein, ich muss ein Tor schießen, ne? Wobei die Eltern da keinen Druck ausüben, aber er macht sich selber den Druck. Ne? Ja gut, ich meine, dann würde ich es ja noch akzeptieren, wenn der Ehrgeiz also rauskommt aus der Gruppe. Gesunder Ehrgeiz ist immer gut. Genau, gesunder Ehrgeiz. Gesunder Ehrgeiz ist immer gut. Aber wie kann es dazu kommen, dass jetzt Eltern wirklich versuchen, dass die Kinder die eigenen Defizite ausgleichen sollen? Dass ich von Kindern was erwarte, was ich als Vater oder Mutter nicht erreicht habe, das ist doch eigentlich widersinnig, ich müsste doch eigentlich das Vorbild sein. Wenn ich jetzt sage, ich als Vater habe das und das erreicht und habe dann gewisse Hoffnungen, das ist ja noch erlaubt, Hoffnungen, oder Erwartungen, dann was dann wieder grenzwertig ist, mein Kind muss das auch werden. Aber wenn jetzt Elternteile nichts erreicht haben und die Kinder sollen die Kohlen aus dem Feuer holen, ja, wie kannst du was passieren? Das ist aber nicht nur im Sport so. Nein, es ist nicht nur im Sport so. Überall. Man stellt sich, man sonnt sich im Licht und im Schatten des anderen. Und so wird hier also auch dann was aufgebaut, wo es also heißt, nicht der Fritz, der Kleine, sondern mein Sohn, mein. Ich betone dann das, mein Sohn, meine Tochter und so weiter. Das steht im Vordergrund. Es steht nicht der Mensch, der junge Mensch, sondern mein Sohn. Ja. Das ist so übel da dran. Das ist die Ursache eigentlich. Ne? Da wird dann die Identifikation gefunden. Ohne mich wäre der nichts.
Da bin ich wieder derjenige, der oben steht, ja, obwohl der die Leistung bringt. Aber ich sage das nicht nur im Sport, so gucken Sie mal Familien, wo die seit Jahrhunderten, Jahrhunderte ist übertrieben, aber seit langem Zeit Ärzte sind zum Beispiel. Ja. Da müssen die Kinder auch wieder Ärzte werden, ja. Rechtsanwälte zum Beispiel. Also ja. Ich bin Diplom-Mathematiker, ich habe zu meinen drei Kindern gesagt, ihr braucht mit Mathematik nichts anzufangen, das bringt euch nichts. Also ja. Macht was anderes, haben sie auch gemacht. Ne? Ja. Also. Ja gut, es ist ja heute kein Problem, dass der Sohn des Schmiedes, dass der Arzt wird, aber umgekehrt ist es schwieriger. Da mussten sie auch nicht anfangen. Ich musste so sagen, meine Kinder haben alle gerudert. Also mein Sohn, der ist jetzt mittlerweile 43, der war deutscher Meister in der Klasse bis 23. Mhm. Dann hat er aufgehört, weil er zu klein war. Das ist 1,86 Meter und zu leicht war. Das reicht aber nicht. Für zu Achter. Klein. Ja, dann ist er dann das reicht nicht. Kapitän ist im Achter dann so. Ja, also wie gesagt, ich bin 1,96 Meter groß, ich war nicht der Größte bei uns, also der Längste. Also das ist schon, das muss natürlich auch passen. Also wenn ich da jetzt so eine Mannschaft habe, die so wie so eine Orgel pfeifen, das muss ja von den Hebelverhältnissen her passen und so. Mhm. Und je länger man ist, desto besser hat man halt die Hebelverhältnisse. Ja, also. Ich komme auch noch auf einen anderen Sportbereich zurück. Ich wohne ja in Maudach, Maudacher Bruch, da treffen sich ja ein Haufen Sportler, sind ja auch Vereine, als reine Freizeitsportler. GTV zum Beispiel? Ja. Reine Freizeitsportler. Freizeitsportler, genau. Wo es also eigentlich nur um Spaß geht. Richtig. Ja. Wie ist denn so das Verhältnis von den Spaßsportlern, jetzt nicht negativ gemeint, zu den, was wir ja wesentlicher Teil unserer Sendung mit in Anspruch genommen hat, zu denen, die da mehr machen oder in Leistung wollen? Ja gut, und so die haben selten Berührungen da, also das ist... Wo man sich trifft, sind bei so Lauf-Events oder so dann. Ja. Aber ansonsten haben die Vereine ihr Eigenleben. Also da ist, also GTF, mit Fußball haben die nichts zu tun oder so. Turnvereine sind relativ separat immer. Mhm. Also, wie ist das mengenmäßig dann verteilt jetzt bei Ihnen im Verband? Also die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber wir haben also auch wahnsinnig viele Turnvereine. Ja. Gerade in Maudach sind ja zwei Stück. Ja, ne? Ja. Also, und das ist natürlich auch so ein Problem. Wenn ich jetzt zwei Vereine habe in so einem kleinen Tal wie Maudach, was soll der Quatsch? Ne? Könnte man da nicht einen Verein machen und sagen, wir machen eine gescheite Führung und machen da ein tolles Programm? Ich sage, ich bin sehr interessiert in Sportgeschichte und habe auch da schon Abhandlungen verfasst über Hasloch, wo ich eigentlich hier stamme. Ja, okay. Und da muss man ja die Geschichte der einzelnen Vereine sehen, dass ja bis 1936 bis zur Vereinheitlichung im Nationalsozialismus, es sogar mehrere konkurrierende Sportverbände gab. Zum Beispiel Maudach ist ja jetzt auch so das beste Beispiel. Alemannia Maudach heißt ja noch DJK. Das war der eigene DJK-Verband. Katholische Sportler. Ja, genau. Dann die Vereine mit dem T drin. Das waren die Turner. Und die Turner, die galten ja, haben sich ja selbst nicht als Sportler bezeichnet. Das war auch wieder was Elitäres. Wir sind die Turner. Die haben dann auch angefangen, Fußball zu spielen und andere Dinge zu machen. Und da gab es den Rotsport, das waren die Kommunisten und alles Mögliche. Und, Arbeitersport. Arbeiter-Turnensportverband, ATSB hat seine eigene Meisterschaft gemacht. Auch Arbeiter-Olympiade gab es ja. Und es wurde dann später zusammengefasst. Und danach haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg die Vereine wieder selbst eigenständig gegründet. Und deswegen gibt es auch wie Opau auch und so, Blau-Weiß und BSC. Oder sogar Friesenrhein, VfR und Concordia ist wieder DJK. Also Fußball ist sowieso Wahnsinn. Ja, also aus der Sicht ist es so alles geworden. Natürlich. Aber Fusionen, ich meine, ist Ludwigshafen gebranntes Kind, Thura und Phoenix zu Südwest, hat nichts bewegt. Nee. Ich wollte aber auf einen ganz anderen Punkt raus. Okay, Sie sind ja Vater und Großvater, das ist, weiß ich ja nun. Ja, okay. Was empfehlen Sie denn Ihren Enkeln als Sport? Oder empfehlen Sie überhaupt nichts oder wie handhaben Sie das? Ja gut, ein Enkel spielt Fußball, weil auch sein Vater inzwischen sich dann ehrenamtlich engagiert als Trainer. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass... die Kinder brauchen irgendwo Erfolg, also ein Erfolgserlebnis. Wenn sie das in ihrer Sportart haben, also wie gesagt, im Handball habe ich gemerkt, zwischen E- und D-Jugend, das sind zwischen 8 und 10, trennt sich die Spreu vom Weizen, wie es schön heißt. Die Kinder, die keinen Erfolg haben, sei es, dass sie nicht richtig abspielen können, den Torerfolg, die hören auf und suchen sich in der Regel eine andere Sportart. Ja. Oder sie machen gar keinen Sport dabei. Und die anderen, die dann weitermachen, die könnten jede Sportart betreiben. Also ich bin überzeugt, dass ein Handballer ein guter Fußballer wird und auch ein guter Tennisspieler oder wie auch immer. Also die haben schon einmal
im Blut drin, das Sportliche. Das ist so engagiert. Und den Teamgeist. Und den Teamgeist. Ja. Den Teamgeist vor allem, das hat mal ein früherer Vorsitzender vom 1. FC Nürnberg Hasloch, mein Heimatverein, gesagt. Er selbst wird das beste Beispiel. Wenn man auch nicht Talentierten mit durchzieht, gibt es vielleicht mal einen guten Platzwart. Ja, also, da muss, ja okay. muss das, sagen, das ist ganz einfach so. Man muss immer in Chancen denken. Ja, ja genau. Ja, ja. Also es gab Handballspieler, Nationalmannschaft, ich glaube, war aber Arno Ehret, ich hoffe, dass mir jetzt die Zuschauer das verzeihen, der hat wohl erst mit 13 Jahren begonnen, Handball zu spielen. Also es gibt auch Spätentwickler. Mhm. Ja. Es ist nicht so, wer dann jetzt mit 6 oder 8 Jahren nichts wird, bedeutet ja nicht, und fängt erst mit 13 an. Oder es gibt irgendwo einen Knall, dass er unten drin, irgendwann macht er eine Periode, er tut sich anders verändern, seine eigene Persönlichkeit wird gereift, auf einmal ist es der Spieler. Ja, ja. Sie sagt mir auch, dass ich mit 18 erst begonnen habe. Ich habe vorher keinen Sport getrieben. Ja. Wir haben ab und zu gekickt, ich bin in Mannheim-Rhein aufgewachsen, da war so ein Wäldchen, da haben wir auch Fußball gespielt, ich war mal schwimmen oder so, und mit 18 habe ich durch Zufall habe ich dann jemanden kennengelernt, den Rheinau, den Vorsitzenden von der Deutschen Rudergesellschaft. Und da bin ich zum Rudern gekommen. Ja. Ich bin aber mal hartnäckig mit meiner Frage. Mhm. Wenn jetzt Ihr Enkel, nennen Sie mal ein Alter. Das ist 8 Jahre alt. 8 Jahre alt, kommt und sagt, du Opa, was soll ich denn für einen Sport machen? Was würden Sie dem sagen? Also wie gesagt, Mannschaftssport, das wäre das, was ich ihm empfehlen würde, ob das jetzt Fußball ist oder Handball oder wie auch immer. Aha. Ich habe gesagt, schau mal rein, es gibt ja heute Möglichkeiten, wirklich mal reinzuschnuppern. Ja, weil die Kinder merken das schon, das liegt mir. Ja, der hat Karate gemacht, da habe ich schon gesehen, okay, ich habe es zwar nicht gesagt, er ist nicht dafür, das ist nicht seine Sportart, das sieht man ja als Trainer recht schnell. Und er hat es dann durchgezogen, ein Jahr, und dann hat er gesagt, ich höre auf. Es war aber die richtige Entscheidung. Ja. Ja, die Leute oder die Kinder können ja heute reinschnuppern. Was manchmal, finde ich, sehr gut ist. Und dann halt bei einer Sportart, sagen denen, da fühle ich mich wohl. Ja. Das muss ein Wohlgefühl muss da sein, dass jemand gern die Sporttasche packt. Ja, gern sich von seinen Eltern hinfahren lässt. Wir sind noch mit dem Fahrrädel hingefahren. Ja. Wir sind mit dem Fahrrad nach Speyer gefahren zum Handballspielen. Okay, das ist eine andere Zeit, die wollen wir gar nicht zurückschrauben. Die Eltern sind ja heute bereit, sich viel für die Kinder zu engagieren. Mhm. Deshalb kommt auch natürlich auch der Ehrgeiz der Eltern. Ich hatte schon Eltern dabei, die waren bei jeder Trainingseinheit dabei. Und immer geguckt, was mache ich, was macht ihr Kind. Ja. Ja. Es ist natürlich schon ein bisschen der Ehrgeiz der Eltern, wenn sie keinen richtigen Druck ausüben, finde ich das ja positiv. Sie müssen nur irgendwann auch ruhig sein. Ich denke, das ist ein entscheidender Punkt. Ehrgeiz ist ja was anderes als Druck. So ist es. Ehrgeiz heißt ja auch, dass ich mein Kind ermutige. Ja. Nicht? Und dann sage, Mensch, so und so, anfeuere, wenn es dabei ist. Das würde ich noch unter Ehrgeiz machen. Das ist machen, alles Ehrgeiz. Das ist gesunder Ehrgeiz. Genau, ja. Und Druck ist ja halt eben, du musst und du Flasche und wenn du nicht und dann, was weiß ich, mit Sanktionen also, dann verbinden. Wir haben im Ruderverein zum Beispiel diese seltsame Erscheinung, dass wenn die Kinder dann ein bisschen leistungsstärker werden und öfter trainieren müssen, das also heißt, du musst dann 4-mal die Woche trainieren, dann kommen manche Eltern und sagen, das kann der nicht oder kann das Mädchen nicht, dann wird sie schlechter in der Schule. Mhm. Also wir haben bisher ganz wenige Fälle, wo die schlechter geworden sind. Also das glaube ich Ihnen. Die lernen sich zu organisieren, genau. Das Training und die Schule zu organisieren und das klappt meistens wunderbar. Das, wenn die das wollen, dann ist das ja ein motivierendes Element, auch noch für die Schule. Genau. Da gibt eine Leistung, wird dann nicht schlechter. Ja. Das sind Ausnahmen, wenn der Einfluss von außen kommt, dass plötzlich einer glaubt, ich muss aus dem einen Vollprofi machen und steckt dem so viel Geld drin, dann kann sowas passieren, wenn der Mensch dann noch nicht reif dafür ist. Kann es sein, dass ich auf diesem Nebenschauplatz Sport so viel Motivation bekomme, dass ich das positiv auswirkt auf die Schule oder auch auf den natürlich. Beruf. Ja. Ich war selbst bei mir als Fan, das FCK, habe ich so gesagt, wenn der FCK super gespielt hat am Samstag, war ich für meine eigene Arbeit mehr motiviert. Ja. Also ich kam morgens noch so ein gruseliges Spiel dann ins Büro. Ja, was Sie gesagt haben. Ne? Das ist genau der Gewinn. So. Aber abschließend war mir lange viel überzogen. Ich möchte mal auf Ludwigshafen zum Schluss zurückkommen. Ihr Tätigkeitsbereich. Ich meine, es gibt ja positive Aspekte schon. TSG Friesenheim kommt hoch, aber Eberthalle, ein großes Problem. Großes Problem. Das Südweststadion, das liegt brach da.
Sportstätten? Nein, das kann man nicht sagen. Am Südweststadion, da finden zwar keine Fußballspiele normal statt. Die Rhein-Gönheimer spielen ab und zu mal. Aber das Südweststadion wird sehr stark genutzt von vielen Schulen. Das sind sehr viele Leichtathletikwettbewerbe, Sportabzeichen und so weiter. Das wird schon genutzt. Also wenn Sie gucken, auch der Rasen ist in einwandfreiem Zustand. Wenn es welche kommen und sagen, da hinten wächst Unkraut auf den Rängen, da steht sowieso niemand. Naja, sicher. Das ist der erste Eindruck, der so kommt. Und ich weiß, wie die Stufen drin aussehen und so weiter. Aber insgesamt, wie sehen Sie so die Entwicklung von Ludwigshafen? Was versprechen Sie sich noch in Ihrer Amtszeit oder was erhoffen Sie sich? Also ich habe gerade vor kurzem mit der Eva Lohse eine heftige Diskussion gehabt, weil sie immer gesagt hat, Ludwigshafen sei eine Stadt des Sports. Dann habe ich gesagt, liebe Eva Lohse, das stimmt nicht. Wir sind keine Spitzensport sowieso nicht. Sagen Sie lieber, wir sind eine sportliche Stadt. Das sagt sie jetzt auch. Weil also wir sind keine Stadt des Sports. Wir haben wahnsinnig viele Sportvereine, aber Leistung ist da nicht da. Mhm. Also wie gesagt, ich sehe es halt als Spitzensportler, als ehemaliger. Und wir haben bis auf die Friesenheimer Eulen und noch kleine, vielleicht die Lisa Rüssig im Stabhochsprung oder so, haben wir eigentlich keine Spitzensportler. Was aber auch wieder am Geld liegt. Ne? Ja, trotzdem finde ich das aber nicht negativ. Naja. Wir brauchen Breitensport. Richtig. Wichtig ist ja, die Mediziner sagen, ihr müsst euch bewegen, Sport treiben und. Und das brauchen wir. Wenn das ausreichend da ist, dann sind wir doch in einer guten Position. Ja gut, aber für die Infrastruktur, denke ich, ist es auch sehr wichtig. Ja. Insgesamt und auch für Leute, die mitziehen. Das haben wir gemerkt, als der Tennisboom war mit Steffi Graf, mit Boris Becker, da wurden die Tennishallen gebaut, da war plötzlich alles da. Wenn ich auch sehe, Sportereignisse wie die Fußball-WM mit Spielort Kaiserslautern, das ganze Bahnhofsumfeld ist über 10 Jahre nach der WM immer noch top. Das wäre nicht gemacht worden ohne das Ganze. Also ich sehe den Spitzensport schon auch für viele Dinge. Hätten Sie jetzt auch nicht so viel Schulden allerdings. Ne? Ja, eben, das ist der eine Punkt. Wir haben wahnsinnig überzogen, aber wir könnten noch viel weiter sprechen über diese Themen, wenn man die richtigen Leute wie Sie jetzt hier hat. Auf jeden Fall wünsche ich zunächst mal natürlich, dass Ludwigshafen wieder... Noch was dazu sagen, wir sind gerade in der Diskussion, wir waren vor kurzem mit der Präsidentin des Landessportbundes zusammen und haben die jetzt aufgefordert, auch den Roger Lewenz als Innenminister, der für den Sport zuständig ist, da geht es jetzt darum, dass Sport eigentlich eine Pflichtaufgabe sein muss. Und die Politiker sehen das aber nicht so. Die Politiker sehen das als freiwillige Leistung und deswegen kann man die kürzen. Ja, freiwillige Leistung, das ist immer, wie der Verwaltungsfach wird. Das ist aber so. Was da passiert. Also ich sage, das muss eigentlich festgeschrieben sein, dass das eine Pflichtaufgabe ist. Wir hoffen, dass Ludwigshafen wieder dahin kommt, wo es mal war. Ob wir wieder Fußball-Länderspiele haben, was wir auch schon hier gerade im Südweststadion, das werden wir sehen. Aber auf jeden Fall haben wir gesehen, Sport ist wichtig. Sport kann verbinden, wenn man es richtig macht. Und deswegen mein Appell, treiben Sie viel Sport, lassen Sie Ihre Kinder Sport machen, setzen Sie aber nicht unter Druck, schauen Sie nach Ihren Talenten und fördern Sie die und dann macht es den Kindern auch Spaß und Ihnen dann beim Zuschauen auch. Machen Sie es gut, bis zur nächsten Sendung, wenn es heißt Sinova Psychologie mit Norbert Wagner.